Hallo, hier ist Ihr Lokalfernsehen aus Nordwestmecklenburg mit im Studio der Regionalen Schule am Schweriner See in Bad Klein. Heute im Studio Laura Weindorn. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Sendung 2016. Wir, Schüler der Regionalen Schule am Schweriner See in Bad Klein, produzieren das Fernsehprogramm für die verschiedenen Netze sowie für das Internetfernsehen. Unsere Sendung ist vom Sonnabend bis zum darauffolgenden Sonnabend laufend zu sehen. Die Sendegenehmigung hat der Heimatverein Bad Klein e.V. Heute bin ich, Laura Weinern, für den Inhalt der Sendung verantwortlich. Die Zusammenstellung und Einsatzplanung für die Woche hatte ich. Die Studiokamera war in den Händen von Sandra Korpes. Was haben wir heute im Programm? Ich, Laura Weinern, war mit dem Kamerateam beim Tannenbaumverbrennen in Bad Klein und was dort zu sehen war, sehen Sie in dem Beitrag. Aus Wismar haben wir die laufende Sendung übernommen, unter anderem Sport und Nachrichten. Jetzt aber erst den Infos aus der Region, unter anderem die Notfalltelefonnummer des Weckverbandes und der WMACOM in Schwerin. Von der Druckstation Großstieten aus wird das Wasser verteilt in den Raum Dorf Mecklenburg-Zlimburg, Rotentor, Steffin, Rambo und Latzin. Zur anderen Druckstufe in Richtung Süden wird das Wasser Richtung Bad Klein. Über Kreuzung Niendorf ist die Verteilung verteilt. Hier ist der Zweckverband Wismar, Ihr Partner für Wasserversorgung, der Lieferant für mollige Wärme. Bad Klein vor Ort. Am vergangenen Wochenende fand in Bad Klein auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr das traditionelle Neujahr-Tannenbaumverbrennen statt. Die Tannenbäume wurden an den Tagen zuvor durch die Kameraden und den Gemeindemitarbeitern eingesammelt. Sehr viele Bürger brachten aber ihren Baum persönlich zum Festplatz. Gekommen waren über 150 Gäste aus nah und fern. Ein Danke an die Veranstalter. Einzeln aufgeführt wäre einfach zu lange. Wir sprachen mit dem Bürgermeister Joachim Wölm. Und was sagte er? Wir verbrennen die Weihnachtsbäume. Es ist eine gute Tradition in Bad Klein. Mich freut das, dass jedes Jahr das wieder funktioniert und dass so viele Leute hier gekommen sind. Das ist sagenhaft und ich freue mich total darüber, dass wir eine Gemeinschaft oder die Gemeinschaft immer weiter zusammenwächst. Bei einem doch herrlichen kühlen Wetter ließ es sich mit einem Punsch, mit Schoß und einer Bratwurst in der anderen Hand am wärmenden Feuer sehr gut aushalten. Die Einnahmen kamen dem Feuerwehrverein Bad Klein zugut. Ein junger Feuerwehrmann wird gezeigt, wie es mit dem Fotogerät funktioniert, um die Bilder später mit Text im Internet zu sehen. Musik.
Auch unsere neuen Mitbewohner aus Ukraine und Syrien konnte man hier sehen. Ein Volksfest für alle. Ein Gruß für das neue Jahr, gaben sie uns ins Mikrofon. Sehr wunderbar, so viele Leute, was gibt es, viel Spaß. Ich finde das gut, in Bad Kleinen, wohne. Ein Danke an der Jugendfeuerwehr, den Frauen, für den Verkauf zuständig waren. Der Feuerwehr-DJ, der die passende Musik auflegte. Ach, es ist eine Mannschaft, auf der man sich verlassen kann. Füreinander, miteinander. Die Kamera und Bearbeitung hatte ich, Laura Weiner. Sport aktuell im Landkreis Nordwest-Mecklenburg wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest. Auflaufen mit Trockennebel und Discolichtern. Auch ein kleines Hallenturnier kann spektakulär aufgemacht werden, vor allem wenn es so viel Tradition hat. Denn das Jahresstartturnier des FC Anker fand am Wochenende zum 37. Mal statt. 6 Mannschaften waren dabei, neben Anker und dem PSV aus Wismar auch der MSV Pampo, der Güstrower SC, Dynamo Schwerin und der Förderkader René Schneider aus Rostock. Im Ligasystem trat man gegeneinander an. Den Anfang machten Pampo und die Gastgeber 5 gegen 5. Das Spiel nahm schnell Fahrt auf. Ein gegnerischer Freistoß wurde für Anker zum Offensivkonter und aus der Drehung heraus machte Abdul Baraka Traoré das erste Tor des Turniers. Kurz darauf das 1:1. Und Unversuch, der zum 1:2 korrigierte. 2,5 Minuten vor Schluss traf dann die Nummer 13 von Pampo, Dimitri Pülübczuk, zum 2:2 Endstand vor rund 250 Zuschauern. Der PSV hatte den Förderkader René Schneider als ersten Gegner und machte eine hervorragende Figur gegen die Rostocker. Schnelle Ballwechsel und ein hellwacher Marc Moslehner im Tor. Man spielte vorwiegend in der Hälfte der Rostocker und mit einem beeindruckenden 3:1 bewies Grün-Weiß, dass man auch ein paar Klassen höher mithalten kann. Einige Spiele später Anker gegen Dynamo Schwerin mit seinen lautstarken Fans. Unversucht und Traoré gemeinsam auf dem Feld. Philipp Unversucht übernahm dabei, wie in den anderen Spielen, die Rolle des Regisseurs. Trotz Überzahl nach einer gelben Karte gegen Schwerin, die in der Halle 2 Strafminuten bedeutet, kamen die Wismarer aber nicht zum Abschluss. Ein weiteres Foul 8 Sekunden vor Schluss, doch Traoré hatte beim Freistoß kein Glück. Dann das Wismar-Derby, Grün-Weiß gegen Rot-Weiß. Unversucht erneut im Zentrum des Geschehens, aber es war der PSV, der besser traf. 1:0 durch den beeindruckend treffsicheren Aram Yekyasayan. Anker unter Druck und Unsicherheiten in der Abwehr. Unversucht verstolpert den Angriff und nur Glück rettet Anker vor der Blamage. Dann endlich schaffte Anker den Ausgleich. Glücklich, aber verdient, drehte man danach auf, um den Klassenanspruch deutlich zu machen. Der Fernschuss von Sibrins wird noch gehalten. Doch der zweite Versuch sitzt. Es folgte ein schnelles 3:1, sauber herausgeholt. Und zur Ehrenrettung des PSV traf kurz vor Schluss noch einmal Yekyasayan. Zum Abschluss Anker gegen die ungeschlagenen Gäste aus Güstrow. Man belauerte sich, keiner wollte Fehler machen. Aber nach einem Missverständnis zwischen Unversucht und Sibrins kommt dieser zu spät, um das 0:1 zu verhindern. Gegenoffensive, Traoré zaubert gegen 2, muss sich aber geschlagen geben. Sibrins scheitert wieder nur knapp, noch 2 Minuten zu spielen. Und Pech für Unversucht beim letzten Angriff. Der Schuss durch die Beine, Frust pur, aber das ist der Sport. Der Pokal beim 37. Hallenturnier des FC Anker ging am Ende verdient an die überlegenen Güstrower vor dem Förderverein René Schneider und Pampo auf Platz 3. Anker selbst auf dem 4. Platz, aber mit dem besten Spieler. Traoré konnte diese Auszeichnung entgegennehmen. Alles in allem ein guter Start ins neue Sportjahr. Wir sind eine gute Truppe, intakte Truppe, wir haben ein gutes Umfeld.
ein gutes Team hinter dem Team und von daher müssen wir uns jetzt wieder neu sammeln. Wir haben jetzt 3 Wochen Urlaub gehabt, alle haben Kraft getankt und jetzt gibt es keine Ausreden. Wir müssen draußen jetzt raus da trainieren. Bei Wind und Wetter ist egal, wir müssen noch enger zusammenrücken und ich denke, dann brauchen uns nicht bange sein, dass wir die Saison gut starten dann. Wir wünschten beiden Wismarer Mannschaften einen guten Start in 2016. Es geht nach Berlin. Auch in diesem Jahr wird Nordwest-Mecklenburg wieder in der Halle von Mecklenburg-Vorpommern Nummer 52b auf der Grünen Woche vertreten sein, vom 15. bis zum 24. Januar. Im Brauhaus Wismar stellten Landrätin Kerstin Weiß und weitere Beteiligte das diesjährige Programm vor. Neben einem Stand mit Tourismusangeboten sind die Seeperle Wismar und das Piraten-Open-Air Grevesmühlen beide schon lange mit dabei. Für das Brauhaus mit seiner Spirituosenmarke Henricus Neutes ist es das erste Mal. Wir sind das erste Mal auf der Grünen Woche in Berlin und wollen dort unsere Spirituosen präsentieren. Aber natürlich haben wir auch Bier dabei. Wir sind ja das Brauhaus hier in Wismar und wollen dadurch unsere Stadt und den Landkreis etwas bekannter machen, dass noch mehr Touristen zu uns in den Norden finden. Höhepunkt soll der Ländertag am 16. Januar werden, bei dem auch Nordwest-Mecklenburg mit einem umfangreichen Programm aufwarten wird, mit Bands aus der Region, besonderen Präsentationen und Verlosungen. Dazu, aber auch an anderen Tagen, bieten lokale Busunternehmen Sondertouren nach Berlin an. Wir haben 2 Busunternehmen, eins in Grevesmühlen und eins in Klütz. Einmal die Kronbusreisen und einmal Oppermann-Busreisen aus Klütz. Die bieten noch Angebote an 2 Tagen. Und es wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn sich jetzt Einwohner aus Wismar da noch mal erkundigen, ob da noch Plätze frei sind. Wir würden sie gerne in der Halle 52b auf der Grünen Woche begrüßen. Die Hoffnung aller Beteiligten, nicht nur mehr Menschen auf den Landkreis aufmerksam zu machen, sondern vielleicht auch vor Ort gute Geschäfte zu machen. Ein guter Start ins neue Jahr für die Hansestadt. Innenminister Lorenz Kaffier schaute in Wismar vorbei, um die Konsolidierungsvereinbarung mit der Stadtverwaltung zu unterzeichnen. Das bedeutet, über 3 Jahre soll Wismar insgesamt 10,5 Millionen Euro zum Abbau der Schuldenlast erhalten. Die erste Tranche umfasst 3,1 Millionen Euro. Das Geld ist allerdings an die Bedingung geknüpft, dass Wismar das Ziel erreicht, bis 2020 einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Erste Schritte dazu waren bereits im Dezember eingeleitet worden. Die betroffenen Kommunen, in dem Fall die Hansestadt Wismar, hat ihren Eigenanteil im Bereich Einsparungen natürlich auch zu bringen, der insbesondere einerseits durch Personalkosteneinsparungen, aber eben auch zum Teil durch Steuererhöhungen in der Grundsteuer B oder in einer möglicherweise Überarbeiten des Katalogs für freiwillige Leistungen verbunden ist. Und im Gegenzug unterstützen wir die Hansestadt Wismar in 3-Jahres-Scheiben mit insgesamt 10,5 Millionen Euro. Um bis 2020 das Ziel zu erreichen, einen ausgeglichenen Haushalt zu haben. Ähnliche Vereinbarungen bestehen bereits zum Beispiel mit Stralsund oder Schwerin. Für die Stadt ist das in Aussicht gestellte Geld eine große Hilfe. Das entlastet uns etwas. Das heißt aber nicht, dass wir uns in irgendeiner Weise zurücklehnen können. Wir haben zum einen das Haushaltssicherungskonzept, das beschlossene Konzept, noch umzusetzen. Da sind wir mittendrin. Und da sind ja viele, viele Maßnahmen, nicht nur Entgelterhöhungen oder Gebühren oder Steuererhöhungen, sondern eben auch zum Beispiel Personaleinsparungen, Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten und so weiter. Und wir werden dann auch noch die übrig gebliebenen Fehlbeträge in den nächsten Jahren ja auch noch abbauen können. Also wenn Sie nach der Größe fragen, ist es eine sehr willkommene Hilfe, aber das enthebt uns nicht der eigenen Bemühungen. Es wird noch einiger schwerer Einschnitte wie den bereits erfolgten Steuererhöhungen bedürfen, um das Ziel zu erreichen. Bereits 2017, so die Absicht, soll aber mit Hilfe des Rückgriffs auf Rücklagen ein ausgeglichener Haushalt das Ziel sein. Hallo, jetzt haben wir für Sie die Info aus Bad Klein. Heute vom City Pizza Distro in der Fichener Chaussee. Das Angebot: Mittagstisch.
Unter anderem bietet das Mittagsangebot jede Pizza ab 22 cm, jeden Salat, jeden XXL-Hamburger und Baguettes, Currywurst mit Pommes, Schnitzel mit Pommes, China-Pfanne und Spaghetti Bolognese. Für 3,50 Euro inklusive Lieferung. Die beiden Brüder, die den Pizzaservice betreiben. Das war unser Bericht. Die Pizza Bistro ist zu erreichen unter der Telefonnummer Bad Klein 03842355833. Das Team freut sich auf Ihren Besuch oder Anruf. Freizeit, Spaß, Party und Sport. Wer hat das nicht gerne? Jung sein bedeutet für dich auch Schule. Also verlier keine Zeit. Denn mit Geld spielt man nicht. Die Produkte der Aachen-Münchener Versicherung erhalten Sie exklusiv bei mir. Manfred Stein, Buchenring 2 in Bad Kleinen. Telefon 038 423 51444. Und nochmal. Mit Geld spielt man nicht. Telefon 038 423 51444. Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung. Wir hoffen, es war etwas Informatives für Sie dabei. Ich wünsche Ihnen eine angenehme und erfolgreiche Zeit. Bleiben Sie gesund und schalten Sie zu unserer nächsten Sendung wieder ein. Sie wissen doch, vom Sonnabend bis zum darauffolgenden Sonnabend sind wir mit diesem Programm laufend zu sehen. Ihr Lokalfernsehteam der regionalen Schule am Schweriner See und tschüss, bis zu meiner nächsten Sendung. Ihre Laura Weiser. Wir in Bad Kleinen.